Digitales Geld weckt trotz der Kursschwankungen große Hoffnungen. So, ich glaube wirklich, dass die Bitcoin das ganze monetäre System revolutioniert. Es herrscht Goldgräberstimmung. Da sind sie. Die bösen Jungs. Litecoin, Bitcoin. Einige sind durch Kryptowährungen reich geworden. Hätte uns irgendjemand vor ein paar Jahren gesagt, Kurse sehen so aus, wie wir sie heute vorfinden. Erstmal hätten wir es nicht geglaubt. Auf der Insel Koh Phangan in Thailand verbringt Didi Taihutu die kalten Wintermonate mit seiner Familie. Der Holländer ist Bitcoin-Millionär und spekuliert auch mit diversen anderen Kryptowährungen. Mama übt den Handstand, aber sie fällt immer wieder um. Sie schafft's nicht? Die 12-jährige Jolie bringt ihrem Papa morgens das Frühstück an den Arbeitsplatz. Ein bisschen weiß sie, wie er das Geld verdient. Wenn der Bitcoin hoch ist, verkaufst du ihn. Wenn der Bitcoin niedrig ist, kaufst du ihn. Und dann bekommst du Geld dafür. Das ist mein Mädchen. So verdient Papa ein bisschen Geld. Ja. Am Anfang gucke ich immer nach die Kurse. Was macht Bitcoin heute? Ich trade so mit 20% von unserem Gesamtkapital. So, das muss ich jeden Tag ein bisschen checken. So, wie steht das? Was muss ich verkaufen? Was muss ich kaufen jetzt? Was sind heute die Nachrichten? Sind das Gute, sind das Schlechte? Sind das Gute, geht der Kurs immer oben, sind das Schlechte, geht er nach unten? Weil der ganze Markt wirklich emotional ist. Heute sind es schlechte Nachrichten. China verbietet den Kryptohandel. Da weiß ich schon, die Kurse gehen runter. 2017 ging die Familie ein großes Risiko ein. Sie wandelte ihren ganzen Besitz in Kryptogeld um. Dafür verkauften sie 2 erfolgreiche IT-Firmen, ein großes Haus und 3 Autos. Mit den Gewinnen aus dem digitalen Geld wollen sie ihr Leben bestreiten. Unabhängig, ohne Ballast. Trotz der Kursschwankungen, Didi glaubt weiterhin an die Zukunft auch anderer digitaler Währungen, wie Ethereum, Monero oder Neo. Ein einschneidendes Erlebnis war der Tod des Vaters. Deshalb hat Didi das normale Arbeitsleben aufgegeben. Und er hat gesagt, Didi, ich muss dir etwas erzählen. Und sitzt du? Ja, ich sitze natürlich, Pap. Und er hat gesagt, ich habe Krebs. Und ich habe noch ein Jahr zu leben. Und dann bin ich zu Hause gekommen. Dann hat mein Vater in die Hand genommen. Ja, dann wirst du wirklich traurig. Und dann denkst du, okay, muss ich jetzt noch so 10 Jahre so weitergehen, arbeiten, nur arbeiten und dann krank werden und dann tot gehen, wie meine Mutter um 48, mein Vater um 61. Ja, jetzt alles verkaufen. Betrieb verkauft. In 2 Monaten Zeit habe ich 2 Betriebe verkauft, habe ich mein Auto verkauft, bin ich auf Reise gegangen mit meiner Familie. Und dann hat das eigentlich angefangen. Dass die Bitcoin-Geschäfte vielleicht nur eine Blase schaffen, schreckte auch Didis Frau Romain nicht ab. Nein, gar keine Angst. Das hatte ich gar nicht. Ich war das zu Hause wirklich müde, möchte gerne weg. Das war nicht mehr für uns. Vorher war ich sehr strukturiert. Alles morgens früh 6:30 aufstehen, das Brot fertig machen, alles fertig machen für die Kinder. Alles war geplant. Didi hat auf der Insel noch einiges vor, denn er will andere von der Kryptowährung überzeugen. In Deutschland gilt die Hauptstadt Berlin als Krypto-Hochburg. Das Room 77 in Berlin-Kreuzberg war die erste Kneipe weltweit, die Bitcoins als Zahlung akzeptierte. Die Bar bietet einen Stammtisch für Anhänger der virtuellen Währung und für Brancheninsider. Der Bitcoin, eine Reaktion auf die Finanzkrise, kommt ohne Banken aus. Ein dezentrales Bezahlsystem macht das möglich. Der Erfinder des Kryptogeldes ist bis heute anonym geblieben. Seit 2009 kann jeder Bitcoins im Internet kaufen oder sie selbst digital generieren. Die Anzahl der Bitcoins ist auf 21 Millionen beschränkt. Und nur rund 4 Millionen können noch generiert werden. Bis vor kurzem waren die Überweisungsgebühren für Bitcoins sehr hoch. Mittlerweile ist die Gebühr gerade mal 16 Cent bei rund 12 Euro Verzehr.
Drei junge Kryptopioniere aus Berlin wollen die Technologie hinter dem Bitcoin weiterentwickeln. Im Zentrum von Berlin haben sie eine WG und ein Start-up gegründet. Der Arbeitstag beginnt bereits am Frühstückstisch mit dem Checken der Bitcoin-Kurse. Der 24-jährige Till Wendler und der 29-jährige Robert Küfner sind durch Bitcoin Millionäre geworden, sagen sie. Von Champagnerlaune ist hier jedoch wenig zu spüren. Obwohl der schnelle Erfolg des Bitcoins ihre Advanced Blockchain AG enorm befördert. Also wenn ich wach werde, ist das sinngemäß der Blick aufs Handy das Erste, was wir tun. Ich glaube, es ist bei allen so. Ja, das ist irgendwie so eine Angewohnheit zwischendurch, so wie vielleicht viele Leute irgendwie auf Social Media die Zeit verbringen. Die Firma entwickelt Technologien für neue, dezentrale Computernetzwerke. Eine Geschäftsreise soll die dringend benötigten Kontakte zu Entwicklern und Investoren bringen. Fliegt am 1., fliegt um 9 Uhr hin. Um 11.30 Uhr werdet ihr abgeholt. Dann fahrt ihr kurze Unterkunft. Dann fahrt ihr zur Age Farm, dann habt ihr da Lunch. Nach einem vollen Programm aus für die Tage. Jetzt, wo die Sache so busy ist, gibt es im Prinzip kein richtiges Privatleben mehr. Deswegen wohnen wir auch alle zusammen, reisen zusammen, haben uns hier diese Bude direkt gegenüber vom Office genommen. Wir brauchen die Zeit, um nach vorne zu kommen. In dem neuen Markt auf der Basis der Bitcoin-Technologie ist es wichtig, schnell zu wachsen. Robert will zum Global Player werden. Ja, wir sind ja viel unterwegs, deswegen, also ich habe irgendwann, bin ich alles losgeworden und da wird ziemlich viel reisen. Das ist alles, was ich habe. Also Klamotten, alles passt in einen Koffer. Von der WG zum Büro in der Invalidenstraße brauchen die Jungunternehmer nur 2 Minuten. Ihre Firma ist börsennotiert, der Druck ist groß. Den Vertrauensvorschuss der Investoren dürfen sie nicht verspielen. Und dann kontaktiere bitte nochmal den Philipp wegen der Konferenz am Dienstag. Auch Roberts Freundin Elisabeth ist mit im Team. Die gelernte Industriekauffrau ist Quereinsteigerin, wie viele hier. Wir konzentrieren uns heute nicht auf die Spekulation mit Kryptotokens oder sinngemäß das Wetten auf die Kurve, sondern wir interessieren uns für die dem zugrunde liegende Technologie und für Anwendungen von der Technologie in der Industrie. Der Ansatz ist Dezentralisierung. Hier ist mein Freund in Neuseeland und hier bin ich. Und ich überweise Wert direkt zu meinem Freund, ohne dass irgendeine Bank dazwischen ist oder irgendein anderer Mittelsmann. Natürlich gibt es auch Kritik daran, dass es quasi keine regulierte Instanz dazwischen gibt, die, sage ich mal, kontrolliert, ob diese Transaktionen auch nur für legale Zwecke verwendet werden. Das System funktioniert über die Blockchain-Technologie. Findet eine Überweisung von einer Person zur anderen statt, werden die Transferdaten in der Blockchain gespeichert. Digitale Kopien dieser Information gehen sogenannten Bitcoin-Minern zu, die sie bestätigen. Diese Informationen sind weltweit dezentral auf Tausenden von Rechnern gespeichert, um Manipulationen zu verhindern. Die Miner werden selbst in Bitcoins entlohnt. Till und Robert wollen für große Konzerne weitere praktische Anwendungen der Blockchain entwickeln. Wie fast jeden Mittag geht Didi mit seiner Familie ins Restaurant. In Thailand ist das günstig. Selten brauchen die 5 mehr als 1.000 Euro im Monat. Die Thai-Hutus leben minimalistisch. Das gehört mit zur neuen Philosophie. Zurück zum einfachen Leben, trotz finanziellen Reichtums. Ich wollte Millionen haben, bevor ich 30 war. Das war mein entziehendes Leben früher. Wir sind Kryptomillionär. Ja, so, ja, wie alle Leute sagen, das kann auch eine Blase sein und dann sind wir wieder bankrott. Für uns ist das keine Sicherheit. Und wenn ich jetzt umstelle nach Dollar oder Euro, ist das für mich noch immer keine Sicherheit. Weil ich glaube, dass auch wieder eine Krise ankommt und dann ist das auch wieder weg. Ja, dann die Sicherheit, die ich wolle haben, ist, dass ich glücklich bin, zusammen mit meiner Familie und dass ich das Leben leben kann. Didi bezahlt das Essen mit Bitcoins. So, wie bald ich die QR-Code sehe jetzt, sagt er fertig. So, ich kann auch sehen, die Transaktion ist jetzt in Behandlung. So, das dauert so 1 oder 2 Minuten und dann ist das Geld bei ihm drin und dann ist es fertig.
Ich komme jetzt durch das Reisen mehr und mehr Plätze, wo Krypto akzeptiert wird. Okay. Wo ist der Laptop dann? In deiner Tasche muss der ja liegen. Ich kann ihn nicht finden. Ja, ja. Ich kann nie etwas finden. In Thailand leben die Taihutus in einem Ferienresort in zwei kleinen Bungalows. Ein großer Unterschied zu den 280 Quadratmetern in ihrem früheren Haus in Holland. Ja, aufgeräumt. Mein Gott, ja. Ich habe. Das ist eng. So, und kochen und alles ist auch schwierig, weil das ist alles hier. Ein Krypto-Abenteuer mit wenigen Habseligkeiten. Auch die Kinder haben fast all ihre Kleidung und ihr Spielzeug verkauft. Der kleine Teddybär gehört mir. Der dort ist von Juna, das Kissen ist auch von Juna und der dort ist von Jessa. Manchmal ist es hart, mit Juna und Jessa in einem Bett zu schlafen. Jessa schläft nämlich so. Zum Glück schläft Juna so. Mit ihr habe ich Glück. Aber Jessa? Didi gilt auf der Insel als Experte in Sachen Krypto. Gelegentlich gibt er sogar Workshops. Mittag. Heute will er eigentlich nur schnell ein paar Mails beantworten. Aber viele Feriengäste sind neugierig und wollen von ihm mehr über das digitale Geld wissen. Was ist eine Blockchain? Im Grunde ist Blockchain eine Art Kassenbuch. Wie ein richtiges Buch, wo alle Transaktionen eingehen. Alles, was rein und raus geht, wird notiert. Und dieses Buch wird 50.000 Mal kopiert und auf 50.000 Computern gespeichert. Also wenn ein Computer kaputt geht, ist das egal, weil alle anderen 49.999 dieselben Daten haben. Es gibt eine holländische Firma, der du sagen kannst, ich will dieses Haus kaufen. Das kostet 300.000 Euro. Und diese Firma sucht dann in einer Datenbank, in einer Blockchain, nach 30 Leuten, die 10.000 Euro bezahlen. Und ich bezahle den 30 Leuten 2% Zinsen jeden Monat. Es gibt also keine Bank mehr, nur 30 Freunde, die mir dabei helfen, ein Haus zu kaufen. Und zu einem niedrigen Zinssatz? Zu einem niedrigen Zinssatz. Wenn die Blockchain so auf vielen Systemen ist, wie ist denn das mit Hackerangriffen? Beim Blockchain reden wir über 10.000 Computer. So der Hacker muss dann auf 10.000 Computer auf das gleiche Zeitpunkt etwas ändern. Das ist nicht möglich. Meine Glaube ist wirklich so groß, dass Cryptocurrency das neue Geld wird. So ich glaube, Schweden hat jetzt schon kommuniziert nach außen. Wir wollen die E-Krona haben, so das ist eine Cryptocurrency. Okay. So wir haben Venezuela, die haben eine Petro-Münz, das ist alles Krypto schon. So mehr und mehr Länder werden das akzeptieren, glaube ich. Nach Didis Krypto-Sprechstunde will er noch einen guten Freund besuchen. Der soll eine Überraschung für ihn haben. Kiew in der Ukraine. Auch hier herrscht digitale Aufbruchstimmung. Die Hauptstadt ist bekannt für ihre große und kreative Programmiererszene. Till Wendler hat einen Termin mit Entwicklern. Programmierer hier sind billiger als in Deutschland. Und motivierter, findet Till. Ich glaube, dass die Leute bereit sind, neue Dinge anzunehmen, weil sie auch nicht so viel zu verlieren haben. Also es klingt gerade ein bisschen drastischer oder dramatischer, als es tatsächlich ist. Bisher hat Till mit den Programmierern nur über das Internet kommuniziert. Nun trifft er sie zum ersten Mal persönlich. Hey, how you guys doing? In dem kleinen Unternehmen arbeiten rund 20 Entwickler und Webgestalter. 2 Wochen haben die Programmierer Tag und Nacht an der aufwendigen und mehrsprachigen Internetseite der Advanced Blockchain AG gearbeitet. Heute erwarten sie das erste Feedback von Till. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die ihr gemacht habt. Alles lief super schnell und super gut. Und so sollten wir das auch mit jedem weiteren Projekt machen.
Wir haben ja gehört, dass ihr die Internetseite letzte Woche online gestellt habt. Und wir würden gerne wissen, wie der erste Eindruck der Leute war. Habt ihr vielleicht irgendwelche Daten dazu? Ja, wir haben die Daten dazu. Wir sammeln die alle. Braucht ihr die? Was wir vor allem brauchen, sind ein paar Updates von der deutschen Version. Till will aber noch mehr. Er sucht Spezialisten für zukünftige Blockchain-Projekte in ganz verschiedenen Industriebereichen. Ich glaube, das genau ist die große Herausforderung, diese Leute für dich zu finden, damit wir unsere Zusammenarbeit in Kiew ausbauen können. Es ist immer noch irgendwo ein Nischenmarkt. Und genauso sieht es halt auch aus mit den dafür qualifizierten Leuten. Wir haben da auch wirklich hohe Anforderungen. Die Blockchain-Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Einen Vorsprung können Till und sein Team nur mit Programmierern erreichen, die die Blockchain weiterentwickeln. In einem Café geht Till online. Er hält die Kollegen in Berlin regelmäßig auf dem Laufenden, um seine Eindrücke zu teilen. Der Termin heute Morgen war extrem gut, also war auch wichtig, sich da mal in die Augen zu gucken. Wir können die auch vollladen mit weiteren Projekten. Für Till geht es in wenigen Stunden weiter nach Venedig, zum nächsten Geschäftstermin. In Thailand hat sich Didi auf den Weg zu seinem Freund Chris Bernhard gemacht. Der Barbesitzer hat sich einen speziellen Computer für Bitcoins bestellt. Und Didi darf ihn natürlich als Erster sehen. Hi Chris. Hey Didi. Hi. Wie geht's, Mann? Good man. And? Der Meiner ist da. Du hast ihn also wirklich bekommen? Und du darfst ihn aufmachen. Das ist ja wie Geburtstag. Jungs und ihr Spielzeug. Boys with toys. When did you start mining? Schau mal, hier kommt der Miner hin. Wir haben ja schon einen hier drin. Mein Gott, das ist ja ein Kühlschrank. In einer alten Toilette. Mit dem Mining-Computer stellt Chris Rechenleistung für Bitcoin-Transfers zur Verfügung. Dafür wird er selbst mit Bitcoins belohnt. Und wie viele Bitcoins meinen wir gerade? So am Tag umgerechnet 8 bis 10 Dollar an Bitcoins. Also zwei werden so 15 bis 20 Dollar sein. Chris betreibt das Mining nur im Kleinen. Weltweit verbrauchen riesige Serverfarmen fürs Bitcoin-Mining im Jahr mehr Strom als ein Land wie Irland. Ein großes Umweltproblem. Und hier bei uns sind es so 120 bis 130 Dollar Stromkosten im Monat. Wenn Solarenergie besser wird, setzen wir erneuerbare Energien ein. Wir hoffen auf eine Veränderung und wir wollen ein Teil davon sein. Wenn man dann damit auch noch Geld verdienen kann, umso besser. Je mehr Leute meinen, desto sicherer wird der Bitcoin. Es wird schwieriger, in Transaktionen einzugreifen oder Daten zu fälschen. Tolles Schloss. Sicherheit geht vor. Hier kannst du die Belohnung sehen, das, was du bisher verdient hast. Das hier ist die noch nicht bestätigte Belohnung. Die kannst du hier auch sehen. Heute war ein guter Tag. Chris hat schon 3,50 Euro verdient. Willst du den heute noch zum Laufen bringen? Ja, ich brauche zwar ein bisschen Zeit, um ihn zu konfigurieren, aber er wird heute Abend laufen. Also werde ich ihn später beim Stammtisch sehen. Du wirst ihn später sehen. Hoffentlich noch vor deinem Vortrag. So verdient er hier kein Geld. Didi muss sich beeilen. Er hat seinen Kindern versprochen, ihnen beim Lernen zu helfen. Seit sie in Thailand sind, unterrichten er und seine Frau die Kinder selbst. Zum Spaß hat er für Jolie eine besondere Rechenaufgabe. Ein Bitcoin ist am Ende des Jahres 30.000 wert. Drei Bitcoins sind dann wie viel wert? In Holland herrscht Schulpflicht. Wer seine Kinder nicht zur Schule schickt, macht sich strafbar. Didi musste seinen Wohnsitz in Holland daher abmelden. Die Kinder sagen auch immer, die möchten gerne lernen. Das ist habe ich nie gedacht. Ich dachte, die Kinder möchten nicht lernen. Du musst ja immer darauf
Hammer auf sagen, von jetzt müssen wir lernen. Aber jeden Tag dürfen die, möchten die gerne etwas lernen. So. Wir machen unser eigenes Plan. In meinen Augen gehen die nicht mehr in die Schule. Nie mehr. So, da muss ich mich noch überreden. Wenn die gerne wieder nach Schule möchten gehen, dann können die. Oder wenn nicht, dann nicht. Didis Kinder sollen vor allem aus der Praxis lernen. Anschauungsunterricht in einer nahegelegenen Tempelanlage. Didis Vater stammt von den Molukken. Sich verschiedenen Kulturen und Religionen zu öffnen, das will er jetzt seinen Kindern nahebringen. Okay. Über ihre Erlebnisse berichtet die Bitcoin-Familie, wie sie sich selbst nennt, regelmäßig in ihrem Internetblog. Mittlerweile haben sie eine große Fangemeinde im Netz. Heute haben Jolie, Jessa und Juna gelernt, was Buddhismus ist und welche Rituale dazu gehören. Später am Abend will Didi noch einen Vortrag zu Kryptowährungen halten. Die Kryptopioniere Till und Robert sind immer noch auf Reisen. Ihr Ziel diesmal ein Zentrum für innovative Technologien bei Venedig, die sogenannte H-Farm. Die Start-up-Gründer sind vom Leiter eingeladen worden. Sie haben sich in der Branche schon einen Namen gemacht. Till teilt noch schnell seine Eindrücke aus Kiew. Der Eugene, mit dem wir die Seite gebaut haben, der hat halt wirklich die unfassbarsten Augenringe. Wahrscheinlich wirklich einfach nur wegen uns, aber den seit Wochen quälen. Jetzt geht es darum, sich noch internationaler zu vernetzen. Ich habe große Erwartungen. Also ich denke, die können uns gut unterstützen und uns vor allen Dingen Netzwerke und Kontakte liefern, von denen ich glaube, dass die Mitte dieses Jahres auf jeden Fall sehr relevant sein werden. Nice to meet you. Nice to meet you. Let's see the campus, guys. All right. Let's discover the generator. Der Leiter Timothy O'Connell hält die junge Blockchain-Firma für erfolgversprechend. Die H-Farm könnte die Kryptopioniere bei Projekten finanziell fördern. Heute will er sie erstmal mit Investoren und anderen Gründern zusammenbringen. Zunächst stellt er die H-Farm vor. Es ist ein Projekt, das auch von Deutschland gefördert wird. Die Deutsche Bank ist der Hauptsponsor. Auch die Banken mischen in der Kryptowelt mit. Die Gründer aus Berlin hoffen, über die Kontakte hier mit ihrem Start-up in eine neue Liga vorzustoßen. Wir haben die Kontakte zu Entwicklern, zu Projektmanagern, aber die Zusammenarbeit mit Großunternehmen ist eine ganz andere Sache. Wachsen ist ein Problem, da gebe ich euch absolut recht. Ihr müsst aufpassen, denn wenn ihr ganz viele Projekte habt und wenn ihr euch da zu schwach aufstellt, dann könnt ihr plötzlich nicht mehr liefern, was die Kunden von euch erwarten. Was ihr zu diesem Zeitpunkt braucht, ist, dass der Kunde zurückkommt und sagt, wow, das war toll. Wir brauchen Unterstützung von Menschen, die wissen, wie man so ein Businessmodell skaliert, wie man ab einer bestimmten Größe weiter wächst. Timothy O'Connell will die Jungen ermutigen. Selbst wenn ein Projekt scheitert, und das passiert, Projekte scheitern eben, ist es wichtig, daraus zu lernen und sich zu verbessern. Am Nachmittag sind Robert, Till und Florian mit Gründern eines Startups aus England verabredet. Deren Know-how können die Berliner gut gebrauchen. Die Firma Lendflow entwickelt eine Software für die Kreditvergabe, mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Wir haben eine Kreditsoftware entwickelt. Sie sagt voraus, ob Kunden zahlungsfähig sind, zu 84,2% genau. Und was ist euer derzeitiger Stand bei der Entwicklung? Was ist euer derzeitiges Problem? Wir haben das Problem, Programmierer zu finden, die wirklich verstehen, wie Blockchain funktioniert. Wir wollen die Technologie benutzen, weil sie toll ist und nicht, um damit zu prahlen. Wir suchen Leute, die verstehen, dass wir ihre Wertschöpfung steigern. Schnell sind sich die Tech-Pioniere einig, dass sich ihre Projekte und Ziele gut ergänzen. Eine Zusammenarbeit könnte vielversprechend sein. Ich hoffe, dass wir einen Weg finden, zusammenzukommen.
Ob das nun durch eine Investition ist oder indem wir Teil der Firma werden oder einer sonstigen Zusammenarbeit bei der Entwicklung, das wäre klasse. Feierabend nach einem 14-Stunden-Tag. Um richtig durchzustarten, fehlt ihnen zwar noch ein Großprojekt und vieles hängt weiter vom Vertrauen der Investoren ab. Aber zumindest die noch fehlenden Programmierer und Partner auf Augenhöhe scheinen die Jungunternehmer allmählich zu finden. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, das, was wir im Vorfeld gesehen haben. Unsere Einschätzung heute, nachdem wir uns persönlich mit denen unterhalten haben, sehr gut. Und ich bin da bullisch, dass wir da zusammenkommen und was zusammen machen. Wie das im Detail aussieht, das müssen wir dann besprechen. Das macht man nicht zwischen Tür und Angel. Am nächsten Tag sitzen die drei schon wieder im Flugzeug Richtung Florida. Auch in Thailand steht eine Veranstaltung an. In der Crow Bar von Chris treffen sich jeden Dienstag Anhänger der Kryptoszene. Im Nebenraum werden mit dem neuen Rechner fleißig Bitcoins gemeint. Hier, Mann, da sind sie. Sie laufen schon, die bösen Jungs. Litecoin, Bitcoin. Meinen direkt aus dem Himmel. Das unterstützt Krypto wirklich, Mann. Darum geht es. Zum Meetup sind heute auch Krypto-Neulinge gekommen. Immer mehr interessieren sich für das digitale Geld. Einen großen Applaus für Didi. Vielen Dank, dass ihr zu unserem Vortrag gekommen seid. Ich erzähle euch die Geschichte, wie ich von dem Kryptovirus angesteckt wurde. Von einer finanziellen Freiheit, so wie die, die sie lebt, träumen viele. All die großen Leute, die das ganze Geld besitzen, die werden nie erlauben, dass es nur Krypto gibt. Das ist okay. Lass sie in ihren digitalen Euro, E-Krona, E-Petro, E-Dollar. Das ist okay. Wir haben unser Geldsystem, das neue Bargeld wird. Ein Gerücht in den Nachrichten macht die Bitcoin-Fans nervös. Die Blockchain soll einen versteckten Link auf Kinderpornofotos enthalten. Für Didi reine Panikmache. In den 90ern, da kam das Internet und alle Nachrichten schrieben, damals gab es ja noch nicht Online-Medien, das Internet ist für Kriminelle. Internet ist für Drogendealer, für Porno. Niemand würde jemals in Zukunft E-Mails benutzen, nur IT-Nerds. Wenn es auch nur einen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der mir ein Kinderporno-Bild zeigen kann, das aus der Blockchain kommt, dann bezahle ich ihm einen Bitcoin. Das ist nämlich gar nicht möglich. It's not possible. An diesem Abend haben Didi und die Kryptowelt ein paar neue Fans bekommen. Am nächsten Tag. Didi hat den Laptop mal im Schrank gelassen. Als digitaler Nomade kann er sich seine Arbeitszeit frei einteilen. Kann ich bitte 3 Kokosnüsse haben? Hier wird noch in Bar gezahlt. Ganz ohne heimische Währung kommt Didi dann doch nicht aus. Ich hoffe in der Zukunft, dass alle Betriebe natürlich Bitcoin akzeptieren. Ich glaube, dass die das auch in der Zukunft machen wollen, weil so Lande wie hier, die kriegen wirklich täglich ganz viel Bargeld. So, ja, wie sicherst du dein Bargeld, wenn du keine Bankkonto hast? Ich glaube, das Krypto ein bisschen besser ist dafür dann, glaube ich. Mittlerweile gibt es über 100 Kryptowährungen. Coconut, do you want coconut? Welche sich von ihnen durchsetzen werden, ist noch nicht ausgemacht. An diesem Tag ist der Bitcoin mal wieder um rund 100 Euro gefallen. Doch noch hat die Familie genug, um das Leben unter Palmen zu genießen. Brauchst du vieles Geld? Nein. Jetzt leben wir sehr einfach und wir brauchen das nicht, aber wir haben das Gefühl, dass der Bitcoin viel Geld verändern. Für uns ist es egal, ob wir bankrott gehen, weil wir haben schon gewonnen. Wir haben das Leben hier schon gewonnen. Wenn wir bankrott gehen, das zeigt eigentlich gar nichts für uns, weil wir gar kein Geld brauchen jetzt, um täglich zu leben. So, wenn du das loslassen kannst und dass du wirklich mit wenig Geld leben kannst, dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren. Nee, ich gehe nicht mehr zurück nach das alte Leben. Nee.